Ja, hi, ich bin Leo von der Greenpeace-Gruppe Greifswald und wir sind heute hier, weil wir die Bürger darauf aufmerksam machen wollen, wie ihr täglicher Konsum mit der Regenwaldabholzung auf Indonesien und Malaysia zusammenhängt. Weil in unglaublich vielen Produkten unseres täglichen Gebrauchs ist eben Palmöl enthalten und für dieses Palmöl wird auch in Indonesien und auch Malaysia riesengroße Urwaldflächen abgeholzt, um dort eben Ölpalmmonokulturen anzubauen. Und das bringt natürlich einige wirklich schlimme Probleme mit sich, denn zum einen ist damit natürlich ein Verlust der Biodiversität verbunden, weil die Arten in ihrem Lebensraum verdrängt werden und so teilweise sogar an den Rand des Aussterbens gebracht werden. Außerdem werden die Kleinbauern vertrieben und so auch ihren Lebensgrundlagen entraubt und die indigenen Bevölkerung wird von den Flächen vertrieben, wo sie schon seit Jahrtausenden leben. Und in Indonesien ist dann noch das große Problem, dass der Regenwald auf Torfmooren wächst und um die Ölpalmen dort anzubauen, werden diese Torfmoore eben entwässert und geben dabei unglaublich unvorstellbar große Mengen an CO2 frei, was dann auch für das ganze Weltklima natürlich schädlich ist. Und ja, deshalb sind wir heute hier, weil wir die Bürger einfach sensibilisieren wollen, wie sie in ihrem täglichen Konsum etwas dagegen tun können. Und deshalb haben wir hier auch so einen tollen Einkaufsratgeber gemacht.